Leute, 34 Jahre hat es gedauert, bis dieser Titel bei uns in Deutschland erscheint. Das Vorgängerwerk von Hunter x Hunter von Yoshihiro Togashi, Yu Yu Hakusho. Taugt der Manga heute eigentlich noch? Wie ist die Edition? Und worum geht es überhaupt? Alles in diesem Video und am Ende wisst ihr, ist der Manga was für euch oder eher nicht. Auf dem Cover haben wir hier klassischerweise unsere Protagonisten. Dieser heißt Yusuke. Und direkt im ersten Chapter stirbt er. Und zwar schubst er ein Kind von der Straße, damit es nicht überfahren wird, aber dabei wird er selber überfahren. Anschließend taucht Botan vor ihm auf, welche nicht nur am Anfang des Manga, sondern im Laufe der gesamten Geschichte super cool und sympathisch ist. Sie erfüllt die Aufgabe eines Sensenmannes, dass sie quasi gestorbene Menschen ins Totenreich begleitet. Und sie beschreibt hier bereits sehr gut die Persönlichkeit unseres Protagonisten. Ungehobelt, rübelhaft, hitzköpfig, unbesonnen. Erpresst, klaut, rauft, raucht, trinkt, spielt Glücksspiele, ist Dauergast bei der Jugendfürsorge etc. etc. Trotz alledem war sein Tod nicht vorgesehen. Deswegen hat er jetzt nochmal eine Chance ins Leben zurückzugehen, muss aber dafür gute Taten vollbringen. Die Aufgaben dafür kriegt er hier von dem Sohn des Höllenfürsten Enma, war es glaube ich. Der hier direkt im ersten Band auch eine richtig krasse Color Page hat. Aber noch sieht er so aus, ist auch süß. Und das ist tatsächlich so der erste Band von Yu Yu Hakusho. Es ist recht episodisch, macht aber trotzdem Spaß, fühlt sich aber ein bisschen kurzweilig an. Ich finde es hier tatsächlich sehr gut mit Bleach zu vergleichen. Da ist der erste Arc ja auch recht episodisch, bevor es halt in dieses Shinigami-Reich geht. Das liegt aber daran, dass Bleach sehr von Yu Yu Hakusho inspiriert ist und nicht andersrum. Und Leute, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, die Taten gehen gut, er wird wieder lebendig und dann fängt aber wirklich die Hauptstory an. Er wird quasi eine Art Geisterdetektiv, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch noch übersetzt wird, besiegt Monster, wird stärker, lernt Antagonisten kennen, lernt Verbündete kennen, klassische Tropes aus dem Battle-Shonen-Genre. Und wenn euch ein Naruto, Jujutsu Kaisen, Bleach, Black Clover, My Hero Academia, wenn euch das nur ein bisschen Spaß macht, dann wird euch Yu Yu Hakusho auch gefallen. Stimmt, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, Hunter x Hunter natürlich. Leute, das ist das Vorgängerwerk von Hunter x Hunter und ich finde, das sieht man hier schon an diesen Zeichnungen. Und für mich ist das wirklich wie Heimkommen. Und es kommt im ersten Band noch nicht so durch, aber ich sag mal, Togashi geht es inzwischen, soweit ich es mitbekommen habe, schon deutlich besser, was mich extrem freut. Aber hier war er noch am Zeichnen, bevor die ganze Sache mit seinem Rücken begann. Und das kommt in diesem Band auch noch nicht extrem durch, aber die Zeichnungen sind auch hier trotzdem sehr, sehr schön und ich mag einfach diesen Stil von ihm. Und wenn du den Manga liest, hast du den sogenannten, so nenne ich es immer, den Dragon Ball Effekt. Du merkst erst, wo die Sachen so herkommen und checkst aber nicht, wieso das in all den Jahren nicht besser gemacht wurde, sondern dass das einfach immer noch besser ist. Im Vergleich zu Reihen, die viel jünger sind. Nach dem Lesen des ersten Arcs lernt man überhaupt so diese Fähigkeiten von Yusuke kennen, man lernt weitere Charaktere kennen und so ergibt sich erst dieser rote Faden in der Geschichte. Nach dem ersten Arc lernt man bereits weitere wichtige Charaktere neben Yusuke kennen und es bildet sich eine Vierergruppe, wie Togashi es dann auch bei Hunter x Hunter gemacht hat. Und in Hunter x Hunter besteht diese natürlich aus Yusuke, unserem Protagonisten, über den wir jetzt schon ein bisschen was gehört haben. Dann haben wir Kuwabara. Dieser ist mit ihm an einer Schule und diesen lernen wir auch im ersten Band schon kennen. Auch er ist erstmal so dieser klassische Rowdy und der einzige, der je gegen ihn ankommen konnte, war tatsächlich Yusuke. Dann haben wir hier Kurama, der in Wahrheit aber ein Fuchsdämon ist. Naruto-Fans werden hier besonders aufhorchen. Und dann haben wir hier noch Hiei, der quasi so dieser edgy Sasuke-Blueprint ist. Und diese vier Charaktere sind so unterschiedlich, vor allem weil die zwei erstmal als Antagonisten in der Story auftreten. Aber in diesem Gefüge mag ich die total. Ich liebe den Protagonisten Cass aus Hunter x Hunter, aber meine Sympathien gehen, glaube ich, ein bisschen mehr zu der von Yu Yu Hakusho. Und was auch noch so ein kleines Detail ist, das kann man bei diesem Artwork schon erahnen. Ich finde die Character Designs extrem nice, auch nicht zu aufwendig. Ne? Es ist recht klassisch gehalten. Die Rivalen und Antagonisten sind auch selten nur in Schwarz oder in Weiß geschrieben, was heutzutage schon fast üblich ist. Aber bei Yu Yu Hakusho finde ich es vor allem für die Zeit echt ein nices Feature, weil es auch nicht so erzwungen wirkt und auch heute noch für mich überhaupt nicht langweilig wirkt, obwohl diese Eigenschaft in heutigen Manga sehr häufig auftritt. Und wenn man über Yu Yu Hakusho spricht, dann hört man auch oft vom Dark Terminant Arc. Was mich überrascht hat, dass dieser Arc einfach ein Drittel des ganzen Manga ist. Und auch wenn die Story in diesem Arc sehr, sehr gut ist, das
Geile sind einfach diese Kämpfe, diese Action, diese Attacken. Du kannst den Kopf ausschalten und es macht einfach nur Bock. Für mich ist es jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt der beste Terminal A gegen ganz Animanga ist, ne? Mir hätte auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wer genau auf diese Battle-Shonen steht, dem wird der Dark Terminal Arc extrem gefallen. Und was ich bei Botan schon erwähnt hatte, was sich auch bei Yu Yu Hakusho so durchzieht, sind auch gut geschriebene weibliche Charaktere. Und es hört sich an wie was Selbstverständliches, ist es leider, leider ganz und gar nicht. Auch wenn wir hier selten weibliche Charaktere finden, die auch die Kämpfe bestreiten, sind die weiblichen Charaktere zumindest nicht einseitig geschrieben und haben auch einen eigenen Willen und sind nicht nur dafür da, den Protagonisten zu unterstützen. Zumindest für die Verhältnisse, dass es Anfang der 90er geschrieben und gezeichnet wurde. Und wenn ich so drüber nachdenke, finde ich Yusuke eigentlich extrem cool. Er wirkt erstmal wie der typische Shonen-Protagonist, aber wenn man so drüber nachdenkt, allein, dass er so viele negative Eigenschaften hat, also er wirklich ein Rowdy ist, der auch mal selbstsüchtig und arrogant agiert, dann auch noch aus einem schwierigen Umfeld, seine Mutter ist Alkoholikerin, sein Vater kennt er nicht und seine ersten Gedanken nach diesem Vorfall, als er realisiert hat, dass er gestorben ist, war einfach, dass es eh egal ist, weil es niemanden interessiert in seinem Umfeld und niemand sich wünschen würde, dass er zurückkommt. Und für einen 14-Jährigen ist das schon ganz schön hart. Und seine Charakterentwicklung im Laufe des Manga ist einfach sehr authentisch, sympathisch, ohne dass sich so der Kern seiner Persönlichkeit komplett ändert. Ich hatte richtig viel Spaß dabei, den ersten Band auf Deutsch jetzt auch zu rereaden. Und wenn man weiß, was noch kommt, dann macht auch dieser Band viel Spaß. Ich glaube, wenn man da das erste Mal reinliest, dann ist es erstmal eine süße Teenager-Geschichte, aber selbst wenn die einem gefallen hat, dann sollte man auf jeden Fall hier weiterlesen. Auch für jeden Hunter-Hunter-Fan, und ich weiß, hier gibt es so einige, würde ich dieses Werk eigentlich sofort empfehlen, weil man merkt einfach viele Dinge, die Togashi dann in Hunter x Hunter perfektioniert hat, hier bereits begonnen hat und hier schon mega Spaß gemacht hat. Sei es das Kampfsystem, diese Character Designs, diese perfekte Linie zwischen Spaß und Ernst oder auch einfach dieser super hübsche Zeichenstil. Der Manga erschien in Japan von 1990 bis 1994, lief also zum Beispiel zur selben Zeit wie Dragon Ball, musste crazy Zeit gewesen sein. Ist in 19 Bänden abgeschlossen, in Deutschland erscheint hier diese 1,5 Edition in insgesamt 12 Bänden, kommt alle 2 Monate raus und kostet pro Band 15 Euro. Ich finde diesen minimalistischen Stil mit diesem einfarbigen Hintergrund, dann darauf eine Schwarz-Weiß-Zeichnung und einfach der Schriftzug in derselben Farbe mit dem Logo ultra, ultra hübsch. Der Spine ist ehrlich gesagt einer der schönsten, wie ich irgendwie finde. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass diese Charaktere dann alle so nebeneinander dann im Schrank zu sehen sind. Ich hätte es vielleicht schöner gefunden, wenn hier zwischen der Zahl und dem Artwork und hier dem schwarzen Bereich so ein leichter Fade dabei ist, als diese harte Abgrenzung. Aber alles in allem ist das eine super coole Edition, die diesem Titel wirklich gerecht wird. Und ich denke, viele Manga-Fans sind froh, dass sie jetzt diesen Manga wirklich auf Deutsch lesen können. Weil, wie gesagt, das ist nicht so wie bei Slam Dunk, dass das schon 2-mal rauskam. Das ist der allererste Release von Yu Yu Hakusho auf Deutsch. Was ich auch super krass fand, ist, dass der Mangaka auch noch eigene Worte zu dem Manga gefunden hat. Es hört sich so an, als wäre das exklusiv für diesen Release, aber da möchte ich nichts falsch erzählen. Wäre es seltsam zu behaupten, dass mein damaliges Ich heute nicht mehr existiert? Wahrscheinlich nicht, oder? Es ist auch nicht so, dass es einen speziellen Grund oder Beweise dafür benötigt. Wenn ich sage, dass mein früheres Ich und mein heutiges Ich völlig verschieden sind, dann ist das auch so. Darum hat mein heutiges Ich auch nicht das Recht, irgendwas über diesen Manga zu sagen. Denn ich bin nicht mein früheres Ich und mein früheres Ich hat sicher keine Lust, sich irgendwas anhören zu müssen. Lassen wir also den Inhalt des Manga beiseite und konzentrieren uns auf meine Erinnerungen an die damalige Zeit. Und wenn er das so schreibt, dann klingt das etwas melancholisch. Liegt aber auch, glaube ich, dran, dass ja der Endzyklus von Yu Yu Hakusho für Togashi sehr, sehr kräftezehrend war. Und er, soweit ich weiß, bis heute damit nicht zufrieden ist, weswegen er es bei Hunter x Hunter auch besser machen möchte. Aber für uns als Hunter x Hunter Fans oder auch als allgemeine Manga Fans ist es einfach ein Stück geile Manga Geschichte, vor allem für das wohl erfolgreichste Manga Genre. Und wenn ihr nur etwas offen seid für ältere Manga oder Battle Shonen, dann Leute, ist Yu Yu Hakusho wirklich ein Pflichttitel in eurer Sammlung. Habt ihr ihn schon gelesen? Werdet ihr ihn noch lesen? Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Diese Manga hat es tatsächlich auch in meine Top 20 geschafft. Die habe ich euch hier oben verlinkt. Checkt diese sehr gerne ab und wir sehen uns bis zum nächsten Manga-Video. Ciao, ciao. Alter, es ist 2:13 Uhr und ich drehe ein Video. Ganz normaler Scheiß, ne?